Jetzt wollen wir mal zu einer ganz anderen Literatur, wenn auch einer parabolisch anwendbaren Literatur übergehen, nämlich Friedrich Dürrenmatt. Wir haben Friedrich Dürrenmatt für heute ausgewählt aus einem ganz einfachen Grund. Ich möchte eigentlich in Zukunft beinahe immer bei jedem literarischen Quartett, es wird vielleicht nicht immer möglich oder nötig sein, einen Autor der unfernen Vergangenheit behandeln. Wir haben das vorige Mal Max Frisch, Homo Faber, zwei Anlässe waren da, der Film Homo Faber und der Tod von Frisch. Und wir wollen heute etwas auf Dürrenmatts Kriminalgeschichten zu sprechen kommen. Herr Karasek, Sie lieben Kriminalgeschichten, ich nicht. Ich liebe Kriminalgeschichten, deshalb liebe ich die von Dürrenmatt nicht mehr so sonderlich. Mit einer einzigen Ausnahme. Dürrenmatt hat mal ein Filmdrehbuch geschrieben, das verfilmt wurde mit Heinz Rühmann. Es geschah am helllichten Tag, handelt von einem Sexualmord. Und nach diesem Buch hat er einen ausgezeichneten Roman geschrieben, Das Versprechen, der diese Schlusspointe umdreht, die in diesem, die anderen Kriminalromane von Dürrenmatt sind für mich A, Broterwerbsarbeiten, ja, wogegen ja nichts zu sagen ist. Man kann mit Broterwerb auch sehr gute Bücher schreiben. Herr Karasek, aber den Trick kennen wir. Sie ist eine Nutte, dagegen ist ja nichts zu sagen, aber sie ist eine. Sie sagen Broterwerbsarbeit schon ein bisschen negativ und dann sagen Sie, es ist nichts dagegen. Ja, er hatte damals seinen jungen Hausstand zu ernähren und hat gedacht, das geht am besten vielleicht mit Kriminalroman. Der Erfolg hat ihm ja auch recht gegeben. Sie sind aber B, gleichzeitig das Dürrenmattsche große Thema, nämlich das Thema, das auch im Kriminalroman das Weltgericht stattfindet. Der protestantische Pfarrerssohn lässt sich nicht verleugnen. Und Sie sind natürlich wie alle Kriminalromane in einer Schule geschrieben. Die Schule, die Dürrenmatt benutzt hat, ist eine sehr große Schule. Es ist nämlich eine Schweizer Schule Kriminalautors Glauser, der in den letzten Jahren wiederentdeckt worden ist, und seines Kommissars Studer. Und so hat Dürrenmatt nach diesem Schema auch einen Kriminalkommissar entwickelt. Ich werde den Teufel tun, die Pointen der Romane zu verraten. Kriminalromane, auch wenn man sie wieder vergessen hat, kann man nur lesen, wenn nicht gesagt wird, worum es geht. In einem geht es es wird ein Nazi gesucht, ein Nazi-Arzt, der seine Identität versteckt hat. Das dürfte der Verdacht. Ja, und in einem anderen Roman, Der Richter und der Henker, geht es um einen Polizistenmörder, der gesucht wird. Wie gesagt, in der Versprechen, den ich den schönsten Kriminalroman finde, geht es um das Aufspüren eines Kindermörders, indem man sich in seine Psyche reinversetzt und ihm eine Falle stellt. Sagen Sie, wie ist es mit der Panne? Die gilt nicht als Kriminal. Nein, das ist ja. Dort kommt Kommissar Berlach nicht vor. Dort kommt der Kommissar Berlach nicht vor. Und es ist, die Panne war ursprünglich ein Hörspiel, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist mehr eines dieser richterlichen Verhörstücke von Dürrenmatt, wo man in eine besondere Situation gebracht wird und dann mit der Vergangenheit, mit der Schuld konfrontiert wird. Sie erzählen es aber wirklich sehr lustlos. Da haben Sie Schwarze getroffen. Ich habe die Sachen vor langer Zeit gelesen, jetzt wieder gelesen. Ich war doch erstaunt, wie gut die sind, wie spannend. Wobei mich die Frage, ob das Krimis sind, nicht sehr beschäftigt. Wahrscheinlich haben Sie recht, es sind gar keine Kriminalromane. Nein. Es sind eigentlich Traktate. Es erinnert mich so ein bisschen, als wäre sozusagen in einem großen Dom ein gewaltiger Fastenprediger am Werk, der sich sozusagen auf die Kanzel stellt und sozusagen den Leuten ins Gewissen redet. Damit haben Sie meine Lustlosigkeit perfekt erklärt. Ja, und dann haben Sie doch nicht in großen Domen Fastenprediger nicht leiden. Das ist schon, das kann schon. Schon gar nicht, wenn Sie als Krimi-Autoren posieren. Nein, das ist schon. Nein, jetzt Moment. Das ist schon. Erstens ist das spannend erzählt und auch mit Pointen erzählt. Und vor allem, was ich gut finde, er hält sich nicht auf mit Details. Denn die Geschichte geht sehr schnell los. Geht sehr schnell auf den Kern zu. Und dann benutzt er es natürlich, um seine großen Dialoge über Gott und die Welt und das Gute und das Böse. Es hat aber, man kann sich darüber amüsieren. Es sind ja im Grunde theologische Bücher. Mhm. Man kann darüber sich amüsieren. Aber es hat eine Sprachgewalt, wo man merkt, Broterwerb, das halte ich für ganz unerheblich. Der steckt wirklich hinter diesen Geschichten. Und man folgt diesen Dialogen, obwohl normalerweise das Gute und das Böse ist ja eine Debatte, die man eigentlich nicht so besonders, also ist nicht das, was mich jetzt brennend interessiert. Aber trotzdem ist das mit einer Leidenschaft erzählt, dass ich die Geschichte
ich weiß nicht, in anderthalb Stunden oder zwei am Abend ohne Pause ausgelesen. Ja, mir ist es genauso gegangen, Herr Greiner, aber alles das, was Sie jetzt zum Lob des Dürrenmatt sagen, würde ich also in eine Kritik ummünzen. Es ist tatsächlich, es sind Fastenpredigten, er benutzt eigentlich, in meinen Augen, er missbraucht eigentlich die Form des Kriminalromans, um dort das große Weltgericht über Gut und Böse und über die Moral und die Immoral abzuhandeln. Genau damit, glaube ich, zerstört er den Krimi. Ja. Das macht naja, also ich habe jetzt. Mir macht das was, weil ich das gerne habe. Ich habe jetzt begriffen, warum ich Dürrenmatt, vor allem die Panne, aber auch Richter und sein Henker so gern lese, weil das gar keine Kriminalromane sind. Ich mag nämlich Kriminalromane nicht. Es gibt da einen Fehler bei mir. Es liegt nur an mir. Ich will gar nicht wissen, wer ermordet hat. Wer der Mörder ist, das ist kein Problem für mich. Das interessiert einen richtigen Kriminalroman auch nicht. Mag sein, deswegen steht bei diesen Romanen im Kindlers Literaturlexikon, ich habe gestern nachgeschlagen, steht immer drin, wer der Mörder ist. Sie brauchen nicht das Buch, Kinder Literaturlexikon. Ja, und heute aber werden wir nachher. Es gibt eine Menge Krimis, die von vornherein sagen, wer der Täter ist, weil es auf ganz andere sehen Sie, das sind die vornehmen Bücher. Aber in der FAZ stand neulich eine Kritik über den Roman, über den wir nachher reden werden. Ein Roman von Arjuni. Da wird auch in der Kritik gesagt, wer der Mörder ist. Braucht man gar nicht zu lesen. Das sind interessante, die Spezialisten für Kriminalromane, die sagen immer, womit es endet. Es gibt diese boshafte Geschichte von dem Logenschließer im englischen Theater, wo Kriminalstücke auf und der Lord, der ihm ein zu schlechtes Trinkgeld gegeben hat und eines Tages rächt sich der Logenschließer. Als der Lord kommt, sagt er, der Gärtner war es, um den einfach den Abend zu verderben. Furchtbar. Jetzt, Herr Karasek, wenn Sie mir erlauben, für einen Augenblick zu der Frage zurückzukehren, die Sie berührt haben. Das ist eine prinzipielle Frage. Max Frisch hat an dem Roman Stiller gearbeitet. Als er ungefähr die Hälfte geschrieben hatte, hatte er kein Geld. Er brauchte Geld, um den Roman zu Ende zu schreiben. Eine menschliche Situation, wir beide kennen die. Frisch hat daraufhin gefragt, Kollegen, was macht man? Hat man ihm gesagt, beim Deutschen Rundfunk kannst du Geld verdienen. Musst ein Hörspiel schreiben, da kannst du 50.000 schnell bekommen. Da fragt er, wie macht man Hörspiel? Ich habe im Leben keins gehört. Ich kenne das gar nicht. Ich habe kein Radio, ich weiß gar nicht. Da hat man gesagt, also so ein Stück, aber nur akustisch und fertig, schreib irgendwas. Er hat das Hörspiel Biedermann und die Brandstifter geschrieben. Das beste Hörspiel seines Lebens, das beste Stück seines Lebens draus gewonnen. Und dass Sie, Herr Karasek, ein Theaterkritiker, wo Ihr Autor Shakespeare William nur wegen des Broterwerbs Stücke schrieb, der hatte sonst noch keine Stücke geschrieben. Broterwerb ist einmal schon mal gut. Ich nehme den Broterwerb mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück. Ich habe den nur erwähnt, weil diese Dürrenmatt-Romane nicht, mir erscheinen sie im Vergleich zu dem für den Broterwerb geschriebenen Theaterstücken lustlos geschrieben. Ja, nur und sie langsam. Schreiben, also wenn da müssen wenn wir Sie erst mal differenzieren. Sie haben recht, Sie sind von unterschiedlicher Qualität. Ich glaube, dass der Roman Der Richter und sein Henker ganz grandios ist, bis zu einem bestimmten Augenblick. Etwa in der Mitte des Romans erinnert sich der Held an eine Episode aus seiner Vergangenheit, die in der Türkei spielte. Die Episode ist ziemlich verrückt mit dieser Wette. Von dem Augenblick an ist der Roman nicht mehr sehr gut. Wissen Frage. Sie, woran es liegt, Herr Rechanitzky, dass der Kommissar Berlach eben aus seiner Rolle fällt. Er ist kein Kommissar mehr, sondern er spielt sich zum Richter auf. Und damit ist eigentlich der Kriminalroman kaputt. Ja, mag sein, dass dies der Grund ist. Nur, vielleicht habe ich doch Unrecht, wenn Sie mir zustimmen. Nein, nicht immer. Nicht immer. Manchmal. Nur warten Sie mal. Wir müssen doch eine Frage erst mal stellen, bevor ich zu meiner eigentlichen Sache komme, betreffend Dürrenmatt und seine erzählende Prosa. Nämlich zunächst, was macht er denn so gut? Greiner sagte schon richtig, es geht gleich los. Dürrenmatt ist ein Erzähler, der eine Eigenschaft hat, die in deutschen Landen ganz selten ist. Er ist kein Langweiler. Es geht gleich los, er hat was mitzuteilen. Er teilt wahnsinnig viel mit bei relativ wenigen Worten. Die Bücher sind auch nicht lang. Das ist schon mal wichtig. Kommt Ihrer Theorie vom idealen Roman sehr nahe, oder? In der Länge. In 2 Stunden gelesen, ja.
Also meine Theorie habt ihr bis heute nicht verstanden. Ich kann sie, ich meine, wenn ihr wollt, kann ich ja. Ich habe nie gesagt, dass lange Romane schlecht sind. Ich bewundere Anna Karenina, die Brüder Karamasow und den Zauberberg. Sind riesige Romane. Ich habe nur gesagt, und das kann keiner begreifen, unter den heutigen deutschen Schriftstellern gibt es keinen, der einen großen Roman wirklich heute schreiben kann. Und da können Sie nicht antworten, aber der Stechlin, denn der liegt 100 Jahre zurück. Und da können Sie auch nicht antworten, aber ein Amerikaner, vielleicht ein Amerikaner, Südamerikaner, vielleicht. Deutsche Autoren können es nicht. Ich halte diese Theorie für richtig bis zum Gegenbeweis. Ein Roman genügt und schon bin ich überzeugt.